Wunderschönen guten Morgen. Ja, es ist wirklich ein schöner Morgen. Ja, wie man sieht, endlich Sonnenschein. Das habe ich ja versprochen. Ja, diesen schönen Wintertag, wenn man es Wintertag nennen kann. Man hat mal knapp Frost bis jetzt, selbst bei so einer klaren Nacht. Sehr ungewöhnlich. Aber ich bin froh, dass es dieser schöne Tag auf dem Sonntag ist. So kann ich ihn auch schön nutzen. Ich stehe hier an der Flensburger Förde in Wassersleben. Da vorne ist gleich Dänemark. Da werde ich gleich rüberfahren. Und zwar habe ich meine Tour heute geplant, so Richtung Ochseninseln, so ein bisschen an der Förde entlang, aber dann Richtung Norden abbiegen, zur Stadt Appenrade. Ich werde da noch mal ein bisschen rumfahren und dann da wieder kehren und dann wieder hier zurück Richtung Süden nach Deutschland, hier nach Wassersleben wieder zurück. Das sind ungefähr 90 Kilometer. Ja, ein schöner Trainingstag. Mal ein paar Höhenmeter sammeln. Ja, da freue ich mich auch drauf. Ich glaube, es wird auch schöne Bilder geben, also wünsche ich viel Spaß dabei. Eins kann ich jetzt auch berichten, ja, der dänische Wildschweinzaun ist jetzt fertig. Ob er funktioniert, glaube ich bald nicht, weil hier geht er zwar ins Meer raus, aber Wildschweine sind beste Schwimmer und das kleine Stück hier soll aufhalten. Aber egal, das werden die schon merken, dass das nicht viel bringt hier. Aber es ist echt ein sehr, sehr schöner Morgen, endlich mal. Echt, das ist echt traumhaft heute Morgen. Schaut mal selbst hier. Jetzt bin ich schon im ersten Ort in Dänemark hier angekommen, in Kollund, hier am Hafen. Ja, sehr schön, man kann hier auch richtig schön reingucken nach Flensburg. Der Ort hier ist auch ganz schmucke jetzt, ordentlich Villen hier. Und jetzt geht es erstmal gleich weiter auf der Hauptstraße Richtung den Ochseninseln. Jetzt bin ich hier direkt vor den Ochseninseln. Ja, sehr schön. Aber die stehen inzwischen auch unter Naturschutz. Einige Gebäude wurden schon abgerissen. Ja, und da sollen auch noch ein paar Shelter entstehen, dass Kanufahrer oder Segler vielleicht mal so da drüben übernachten können. Aber so eine Fähre oder so gibt es nicht mehr. So, das war es auch jetzt hier an der Küste. Ich bin eigentlich auch jetzt immer diesen Gänsedanstien gefolgt, den ich auch schon mal verfilmt habe. So im ganzen Stück. Ein sehr schöner Weg. Aber ich fahre jetzt landeseinwärts Richtung Norden, Richtung Appenrade und werde jetzt auch mal ein paar Höhenmeter sammeln.
jetzt schon einige Kilometer im Landesinneren geschafft. Ja, nicht so interessant hier. Bisschen Wald, ländliche Felder, so wie hier abgeendete Maisfelder, viele. Nicht viel los. Das Einzige, es geht doch ziemlich hoch und runter hier. Hab schon 200 Höhenmeter geschafft. Wow, aber man merkt auch, man ist noch am Anfang der Saison. Ach, die Kraft ist noch nicht so da. Da habe ich mal so ein kleines Zwischenziel erreicht, hier der Sögertsee ist das hier. Und da hinten zu sehen, das leuchtet so schön jetzt in der Sonne, das Sögertschloss. Ja, so ein kleines Highlight hier, sehr schön. Ich werde hier auch gleich so auf der anderen Seite so ein bisschen herumfahren und dann geht es weiter nach Abbenrade. Jetzt bin ich hier mal so auf so einen kleinen Berg hier drauf. Klein ist gut, war ganz schön anstrengend. Ziemlich der höchste Punkt hier in der Gegend. Eigentlich ist hier auch eine Fahne. Fahrmast ist ja da, aber heute nicht. Aber man hat einen guten Rundumblick hier. Und da vorne muss irgendwo schon Abbenrade sein. Da hinten kann man das Wasser gerade so nicht sehen. Da ist die Förde, die Abbenrader Förde. Und sonst sind hier nur Felder zu sehen, aber man ist doch schon ganz schön oben. Ja, Strecke war schon ganz schön anstrengend. 350 Höhenmeter habe ich schon. Boah, schwenkt schon an. Aber Abbenrade ist ja auch nicht mehr bald. Ist nicht mehr weit. Boah, da geht es wohl gleich erstmal bergab. Boah. Jetzt bin ich an der Abbenrader Bucht angekommen. Da hinten sieht man schon die Stadt. Ja, groß ist der Fjord, die Förde hier nicht, weil da vorne ist schon die offene Ostsee. Ja, schön ist das hier, aber kühl, der Wind kommt hier voll an. Ich werde erstmal jetzt da längs an der Hauptstraße, dann komme ich auch bald rein nach Abbenrade.
Jetzt bin ich in Appenrade angekommen. Ja, da werde ich noch jetzt so ein bisschen durchcruisen, mir noch ein bisschen was anschauen und dann geht es auch schon wieder bergauf. Denn Appenrade liegt hier so ein bisschen in so einem Talkessel sozusagen. Rundherum sind Hügel. Da muss man auch bald dann wieder hoch. Ja, schön ist es ja heute. Das ist echt klasse. Der Sonnenschein tut gut. Kühl ist es immer noch. Der kleine leichte Wind kühlt doch ein bisschen aus. Muss man ein bisschen aufpassen. Aber sonst echt sehr schöner Tag. Durch, aber es geht jetzt richtig bergauf. Boah, aber damit habe ich schon gerechnet. Jetzt fahre ich direkt über den Supermarkt rüber. Auch noch nicht gemacht. Gegend hier westlich von Appenrade, aber sehr hügelig. Es ging jetzt auch nicht hoch und runter. Steigung schon mal zweistellig, aber macht trotzdem Spaß. Ist ja sehr schön hier. Ist auch hier viel Wald und so. Hier trifft man andauernd Mountainbike-Fahrer, so ein kleines Eldorado hier. Viel abzufahren hier. Sehr schön. Macht Spaß. So, ich glaube, jetzt bin ich sozusagen aus dem Gröbsten raus. Ja, der Wald wird wieder lichter. Wow, das Maximum, was angezeigt war, 14%. Aber das ging immer hoch und runter. Aber super, bei dem Wetter, zwar ist man noch nicht so top fit, aber trotzdem macht das echt viel Spaß.
Oh, 60 habe ich jetzt geschafft, 30 habe ich noch vor mir. Ja, flach ist es aber immer noch nicht hier. Es geht immer hoch und runter, aber nicht mehr so stark wie gerade eben. Bin ich mir wieder an so einem großen See, den Hostrupsee, eigentlich sehr groß, aber man sieht ihn so gut wie gar nicht, denn rundherum ist eigentlich militärisches Übungsgelände und das steht alles noch unter Naturschutz, also kommt man da so gut wie gar nicht ran, außer hier im Süden. Ja, schade, und da hat auch noch ein bisschen Hochwasser, dass man noch ein bisschen weiter raus kann und mehr gucken kann, aber naja, was soll's. So, es sind jetzt noch circa 25 Kilometer bis zum Schluss. Die schaffe ich jetzt auch noch. Das hier ist kein See. Das ist alles überschwemmt. Da kann man sehen, wie viel es geregnet hat die letzten Tage. Jetzt bin ich wieder in so einem Waldgebiet, wo auch Mountainbike wieder groß geschrieben wird. Und echt schön hier, gerade bin ich auch an einem echt schönen Waldsee vorbeigekommen. Sah klasse aus. Bin ich wieder hier in Kolding am alten Hafen. Da kann man schön nach Flensburg wieder gucken. Ja, tolle Aussicht hier. Und hier möchte ich auch das Video beenden. Boah, ein paar Kilometer habe ich noch bis nach Deutschland, aber die fahre ich jetzt alleine. Ja, tolle Strecke. Aber die Höhenmeter, die ich da heute eingeplant habe, das müssten über 800 Höhenmeter gewesen sein. Die haben mich heute ordentlich geschlaucht. Das war nicht die Streckenlänge, sondern die Höhenmeter. Aber trotzdem toll. Bei diesem Wetter sehr schön. Ja, und bei diesem Sonnenschein gab es bestimmt auch tolle Bilder. Ich hoffe, es hat gefallen. Also dann bis zum nächsten Mal. Und danke fürs Anschauen. Moin, moin.
Ach, ist das nicht ein herrlicher Ort? Was ist das denn? Dreckig oder was? Inseln, aber dann werde ich Richtung Norden abbiegen zur Stadt Appenrade. Ja, da ist bestimmt auch nicht schön. Mann, bleib doch da. Ja, Dänemark ist auch trotzdem noch so ein kleines Eldorado, wa?